Das Bordportal auf den Mein Schiff Schiffen, auf der Mein Schiff Flotte. Heute sind wir hier auf Mein Schiff 4 in Kabine 3020. Das sehen wir auch rechts oben eingeblendet. Es ist der 2. August heute, 14:46 Uhr. Wir sind gerade unterwegs nach Geiranger. Das sehe ich alles auf dieser einen Seite. Wir sehen auch ein paar Sachen aus dem Tagesprogramm, die als nächstes anstehen. Jetzt die nächsten Programmpunkte. Wir haben einen ersten Überblick über die nautischen Daten, hier die Position, die Geschwindigkeit und die Windgeschwindigkeit. Wir können aber eine ganze Menge mehr auch über dieses Bordportal aufrufen. Zum Beispiel meinen Reiseplan, da würde jetzt drinstehen, was ich alles für Ausflüge gebucht habe. Wir können uns das Tagesprogramm aufrufen, da sehen wir dann sehr detailliert, ich mache das mal eben, sehen wir sehr detailliert, was heute noch alles geboten wird. Wir können jetzt hier auch springen, Nachmittag, Abend. Wir können das nach Preisoptionen und Kategorien auch filtern, wenn wir das wollen. Außerdem können wir uns auch unter dem Punkt Bordleben alles Mögliche anschauen. Also zum Beispiel unter dem Punkt Genuss können wir die Öffnungszeiten der Restaurants und auch gleich die Speisekarten mit einsehen. Das gleiche gilt für die Bars. Ich gehe mal gerade auf die Restaurants. Und wenn ich jetzt beispielsweise wissen möchte, was gibt es heute im Atlantic Classic als Menü heute Abend, dann rufe ich mir dort die Speisekarte auf. Ich sehe auch gleich die Zeiten, zu welchen Zeiten ich heute hier essen kann. Und kann dann hier wirklich auch durchgehen durch das Menü, kann auch die einzelnen Rubriken des Menüs aufrufen, zum Beispiel die regionale Spezialität oder die Kinderschatzkarte. Es gibt auch immer eine sehr, sehr schöne Kinderkarte, die auch variiert durchaus. Also es ist nicht jeden Tag das Gleiche, was hier angeboten wird. Ja, und so kann ich mich durch alle Restaurants klicken, kann die Zeiten sehen, ab wann geöffnet ist, ab wann ich dort essen kann. Natürlich ohne Tischreservierung, ohne feste Zeit. Ja, hier kann ich alle Restaurants aufrufen, die es an Bord gibt und auch alle Bars. Es gibt natürlich auch andere Bereiche, hier zum Beispiel den Einkaufenbereich, Schönheit und Gesundheit, Fitness, Kreativität. Ich kann auch die Landausflüge mir hierüber anzeigen lassen und bekomme diverse Angebote darüber. Ich kann Landausflüge entdecken und. Alles, was mich so interessiert. Ich kann mir die Borddurchsagen, das finde ich auch sehr spannend, nachträglich anhören. Wenn ich Borddurchsagen verpasst habe, vom Vormittag oder auch vom Abend, dann kann ich die, ich glaube, bis zum ja, einen ganzen Tag zurück, kann ich diese Borddurchsagen mir nachträglich anhören. Auch eine sehr, sehr schöne Einrichtung. Und ich kann mir auch alle Decks aufrufen, hier unten. Dann sehe ich dort, was sich auf welchem Deck befindet. Kann zum Beispiel ein Deck auch anwählen und kann dann praktisch, ich sehe dann oben den Schiffsquerschnitt quasi und sehe da die einzelnen Punkte und sehe dann sofort, aha, Punkt 1 ist das Theater. Klicke ich mal an. Und dann sehe ich auch gleich die nächsten Events, die dort stattfinden. Auch das sehr, sehr gut gemacht. Also für die, die sich noch orientieren wollen von der Kabine aus direkt, die können das hier machen. Mein Reiseplan, ich rufe es mal eben auf, da sieht man dann, ist kein Geheimnis, sieht man dann, der nächste Hafen ist jetzt Geiranger, den wir morgen anlaufen. Heute haben wir einen Seetag. Und da sehe ich, dass ich einen Landausflug gebucht habe. Ich sehe, dass ich um 12:15 Uhr auf dem Busparkplatz sein soll und auch welche Busnummer ich dann haben soll. Und gehe dann einfach dorthin. Und in Ålesund habe ich jetzt keinen Ausflug gebucht. Da machen wir was auf eigene Faust. Dann kommt nochmal ein Seetag und dann kommen wir leider schon wieder in Kiel an. Hier sehen wir auch die weiteren gebuchten Leistungen, die wir jetzt dazu gebucht haben. Auch das kann man alles über diesen Fernseher hier einsehen. Und wir haben natürlich ja, neben dem Fernsehprogramm, was es gibt, haben wir eigene Kanäle von Mein Schiff hier. Naja, das war jetzt erstmal falsch. Ich wollte erstmal was anderes zeigen, nämlich hier oben den Punkt Fernsehen. Da haben wir dann eben die verschiedenen. Na, jetzt ist, das haben wir, das gibt es manchmal, dass man irgendwie, dass sich das dann nicht vergrößert. Man klickt es einfach nochmal an. Ja, schöner Vorführeffekt jetzt gerade. Dann gehen wir doch erst in die Videothek und schauen da mal rein. Da sehen wir Spielfilme. Das ist alles frei. Also das kann man auch alles frei aufrufen. Auch für die Kinder gibt es hier Programm Bibi und Tina und Oskars Kleid und was auch immer. Also Benjamin Blümchen und Komödien. Es gibt Actionfilme, es gibt Dramen und Romantik. Und es gibt auch unter Sonstiges, ganz interessant für Mein Schiff-Fans, also nicht nur Dokumentationen, zum Beispiel hier über die Therme Erding, fand ich auch ganz interessant, dass das hier gezeigt wird, das ist eine NTV-Dokumentation. Es gibt hier aber auch, wenn man weiter nach rechts scrollt, ganz schön weit weiter nach rechts scrollt, wie Sie sehen, sehen Sie nichts, aber es gibt hier, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich es gefunden habe, wahrscheinlich dann doch unter dem Punkt, wo war es, Drama und Romantik vielleicht, bin mir nicht mehr ganz sicher. Da, ja, da ist es, genau. Das sind nämlich die Folgen von das hier. Das sind 6 Folgen der Serie Der Schiffsarzt. Und die wurde an Bord der Mein Schiff 3 gedreht. Und man sieht auch viele schöne Spots auf dem Schiff. Also, wenn das interessiert, der kann sich das auch mal ansehen. So, was ich noch zeigen wollte,
Das ist das eigentliche Fernsehen, das Bordfernsehen. Vielleicht jetzt klappt es wunderbar. Also wir haben auf Kanal 1 den Sicherheitsfilm, der 24 Stunden durchläuft. Wer den noch nicht gesehen hat am Anfang, der sollte sich den irgendwann im Laufe der Reise auf jeden Fall mal ansehen, am besten so schnell wie möglich. Auf Kanal 2 gibt es dann eben die Vorauskamera mit den Durchsagen zusammen. Auf Kanal 3 den Poolblick. Das ist auch immer ganz schön. Sieht man schon auf einen Blick, wie viel gerade am Pool los ist und ob sich lohnt, auch hinzugehen und vielleicht noch eine Liege zu bekommen. Dann auf Kanal 4 eben die Heckwelle. Auch ein sehr schöner Blick. Ja, dann gibt es den Reisefilm, der immer schon so sukzessive angeteasert wird. Also man sieht immer schon im Reisefilm oder Teile des Reisefilms, die halt schon abgedreht sind und geschnitten sind. Die sieht man jetzt hier schon. Dann hat man die Routenkarte. Da wird halt angezeigt, wo sich das Schiff gerade befindet, mit ein paar zusätzlichen Informationen dabei. Also zum Beispiel, wie schnell sind wir gerade und wie ist die Entfernung zu den Häfen, die wir bereits angelaufen haben oder die wir noch anlaufen werden. Auch das wird nach und nach immer eingeblendet. Hier sieht man jetzt gerade nicht so viel, weil wir eben gerade einen Seetag haben. Und jetzt ändert sich da gerade was. Bleiben wir noch kurz auf dem Kanal. Jetzt zoomen wir, das ist jetzt sehr schön. Es wird gerade rangezoomt. Jetzt sehen wir, das ist unser Schiff, die Mein Schiff 4, die wir da jetzt sehen. Die wird jetzt gleich, wird sich gleich ein bisschen verändern und dann sehen wir jetzt nämlich, das ist unsere Route, auf der wir uns gerade befinden. Eigentlich sehr schön gemacht, muss man sagen. Nochmal ein schöner, als wäre es so ein Drohnenflug über die Mein Schiff 4. So, und jetzt, da aktualisieren sich unten am Bildrand, vielleicht habt ihr das gesehen, aktualisieren sich auch immer die Daten. Und es kommt gerade jemand rein. Ich filme trotzdem weiter. Und gehen weiter durch die Kanäle. Es gibt noch die Highlights der Reise auf Kanal 7, die man sich anschauen kann. Da wird auch ja, viel beworben. Zum Beispiel hier gerade die Friseurtermine, die man machen kann. Oder Workshops. Kanal 8 ist der Theaterkanal. Da läuft immer alles live, wird live übertragen, was im Theater gerade live zu sehen ist. Das heißt, wenn man nicht ins Theater gehen möchte oder es ist vielleicht schon voll, dann kann man auch auf die Kabine gehen und kann sich die Show oder das Programm, was dort gerade ist, auch dort anschauen. Das gleiche gilt fürs Klanghaus. Da gibt es auf Kanal 9 den Klanghauskanal. Auch da wird dann live übertragen, was dort gerade stattfindet. Und auf Kanal 10 läuft eine Endlosschleife der Abendschau. Das ist eine Sendung mit unserem Kreuzfahrtdirektor Dennis Brüning, der jeden Abend eine Sendung macht. Es gibt einige Sendungen, die sind vorbereitet, aufgezeichnet. Und da wird zum Beispiel hier gerade gezeigt, wie Getränke gelagert werden. Und es gibt aber auch Live-Sendungen, wo dann Interviewgäste da sind im Klanghaus. Und das läuft dann eben, wenn man es verpasst hat, auch am späteren Abend noch oder am nächsten Morgen kann man sich das auch noch anschauen. Dann gibt es einen FAQ-Kanal, da laufen halt alle möglichen Fragen durch. Zum Beispiel hier, wo befinden sich die Wasserspender? Ich habe es gerade schon erklärt in einem anderen Video, nämlich immer auf den Fluren. Und da kann man sich kostenlos mit Wasser eindecken, auch in eigene Behältnisse. Ja, und dann gibt es halt tatsächlich auch normale TV-Sender. Je nachdem, auf welcher Route man sich gerade befindet, funktionieren die oder sie funktionieren eben nicht. Aber wie gesagt, wir sind ja nicht zum Fernsehen hier. Trotzdem ganz gut, dass man die Möglichkeit hat, vielleicht mal Nachrichten zu schauen. Oder ja, es sind auch relativ viele Fernsehsender, deutsche Fernsehsender sogar. Aber wie gesagt, das variiert von Route zu Route. Das wollte ich euch einfach mal gezeigt haben. Also das Bordportal hier, was man alles machen kann. Auf dem Fernseher, was da heute mittlerweile möglich ist. Sehr, sehr übersichtlich, sehr, sehr intuitiv, also zum Informieren auf der Kabine ideal. Bis zum nächsten Video.